Portal der Visionen und Zeichen. Erkenne die göttliche Ordnung in allem. Sehe heute die Zeichen und erkenne, warum du hier bist. Dieser Tag ist eine Glaskugel, die dir eine Vision und einen Blick in die Zukunft schenken kann. Ja, heute spiele ich im Hintergrund das Bild eines Spiegelsees ein, der wie eine Art Verstärker wirkt für das, was man im Hintergrund sieht. Denn im Hintergrund sieht man ein Energieportal, den heiligen und auch den höchsten Berg Neuseelands, den Aoraki Mount Cook. Und dieser Berg, der aktiviert das Erdsternchakra der Menschen unter den Füßen, speziell jetzt für die Übergangszeit, aber dazu mehr in einem anderen Video. Heute geht es erstmal um die Kraft der Spiegelung, Visionen und Zeichen. Denn in den vergangenen Tagen, da haben ja viele einen Reinigungsprozess erlebt. Es wurde nochmal viel losgelassen und wir durften uns speziell auch nochmal von Ego-Strukturen verabschieden. Und das ist auch alles gut so. Das können wir absolut begrüßen und sogar feiern und dem können wir mit Freude begegnen. Denn je mehr wir jetzt loslassen, desto mehr Platz schaffen wir für das Neue. Und es ist so viel Altes in der Welt, was uns nicht gefällt und es ist gut, es loszulassen. Denn wir haben ja so viel andere schöne Sachen, die wir uns für die neue Welt wünschen. Und darum geht es jetzt, heute, speziell an diesem Portaltag, diese Visionen zu sehen und die Zeichen zu erkennen, die uns zugespielt werden. Und das, was wir aktuell machen, wir bauen quasi eine Brücke von der alten Welt in die neue Welt. Und über diese Brücke gehen wir selbst und wir bauen sie uns selbst. Damit man aber eine Brücke bauen kann, muss man natürlich auch wissen, wo es hingeht. Und heute öffnet sich ein Portal der Visionen und Zeichen, sodass uns Visionen und Zeichen zugespielt werden für die neue Welt, für das, was wir uns in der neuen Welt wünschen. Und somit ist der heutige Tag eine Art Glaskugel, in die wir hineinblicken können und in der wir unsere Zukunft sehen können. Und wir können das natürlich mit bestimmten Techniken auch machen, indem wir beispielsweise meditieren und unseren Blick nach innen wenden und nach innen schauen, welche Visionen uns im Inneren zugespielt werden. Und für die Meditation ist es zum Beispiel heute empfehlenswert, einen Bergkristall dazu zu nehmen, weil ein Bergkristall auch kristallklar ist und uns ganz klare Visionen mitgeben kann. Also er würde auch nochmal als zusätzlicher Verstärker wirken, wenn wir meditieren und unseren Blick nach innen richten. Und es ist jetzt im Moment auch absolut empfehlenswert, den Blick von den äußeren Geschichten zu lösen. Denn die äußeren Geschichten, egal aus welcher Quelle die kommen, wenn das so sensationelle Geschichten sind, aus dem Mainstream, aber auch aus den Alternativmedien, die lenken uns von unserem inneren Blick ab. Und es geht jetzt speziell darum, den Blick nach innen zu wenden und unsere eigenen Visionen in uns zu sehen und uns nicht ablenken zu lassen von diesen Sensationsstories, die im Außen ablaufen. Denn die haben nur ein Ziel, dich abzulenken, dass du deine eigenen Visionen nicht siehst und gar nicht erst anfängst, eine Brücke in die neue Welt zu bauen. Somit lass dich nicht ablenken, wende deinen Blick nach innen oder wenn du dich in der äußeren Welt bewegst, dann suche dir ein positives Umfeld, zum Beispiel die Natur oder Waldspaziergänge und da kann es auch sehr gut sein, dass dir Zeichen zugespielt werden. Ganz besonders jetzt, heute und auch noch in den nächsten 3 bis 4 Tagen werden uns Zeichen zugespielt. Zum Beispiel in der Natur können das Wildtiere sein oder manchmal auch spezielle Zahlenkombinationen. Mir wurde jetzt zum Beispiel die Zahl 444 zugespielt, die dafür steht, dass es jetzt an der Zeit ist, wieder der Herrscher im eigenen Haus zu sein und die Verantwortung zu übernehmen. Ja, und so möchte uns der heutige Tag eben dazu aufrufen und uns daran erinnern, unsere Aufmerksamkeit
wirklich auf die Zeichen und Visionen zu richten, die uns zugespielt werden. Aus dem höheren göttlichen Geist, aus der höheren göttlichen Welt, in Verbindung mit der göttlichen Materie. Wenn wir beides miteinander verbinden, können wir darin auch erkennen, dass alles zusammen perfekt ist, vollkommen ist, genau so sein muss, wie es gerade ist. Die Welt präsentiert sich im Moment genauso, wie wir es für unser Bewusstsein, für unsere Bewusstseinsentwicklung brauchen. Und das können wir heute ganz glasklar erkennen. Und dazu ruft uns dieser Tag auf, ganz glasklare Visionen und Zeichen zu bekommen, zu erhalten und zu erkennen. Und für meine Neuseeland-Freunde füge ich jetzt im Anschluss noch ein paar winterliche Videoimpressionen bei, die ich im vergangenen Juli in dieser magischen Region des Spiegelsees und des heiligen Berges Auraki Mount Cook erstellt habe. Viel Freude dabei!